aufbauend auf negativen oder null Produktivitätsgewinnen haben wir jetzt Verteilungseffekte der Geldpolitik. Also das hat ja Lenin schon sehr deutlich gemacht, dass expansive Geldpolitik immer Verteilungseffekte hat. Jo, vielen Dank für die Einführung. Das geht so. Vielen Dank für die Einführung. Und das Thema, das ich bekommen habe, war Geld und inflationäre Geldpolitik. Und Sie wissen ja, dass es keine Inflation mehr gibt. Die Inflation ist tot. Bis zur amerikanischen Hypothekenmarktkrise hat man auch von der Ebene der Zentralbank versucht, das als Great Moderation zu verkaufen. Also eine Zeitperiode, in der das Wachstum hoch ist und die Inflation gering und jede Rezession durch Aktion der Zentralbank ausgeglichen werden kann. Also so eine Art wirtschaftspolitisches Himmelreich. Immer wenn es uns schlecht geht, interveniert die Zentralbank, rettet uns, ohne dass es Opportunitätskosten gibt. Und das ist natürlich eine sehr positive Sicht der Welt. Und hier, wenn es um Geldsysteme geht oder Geldstabilität, dann wird sehr gerne dieses Zitat hier von John Maynard Keynes zitiert aus The Economic Consequences of a Peace. Und hier zitiert Keynes Lenin, der sich mit der Frage befasst, wie man bürgerliche Gesellschaften zerstören kann. Und das war ja, wie Sie wissen, sein Ziel. Und Lenin hatte schon verstanden, wer die Währung zerstört, der zerstört auch die Grundfeste einer Gesellschaft, weil er dadurch das Vertrauen zerstört, auch die Privatrechte. Und eins, was Lenin hier auch betont, ist, dass die Finanzierung durch Staatsausgaben über die Notenpresse eine sehr willkürliche Art ist, jetzt Privateigentum zu konfiszieren, was mit sehr großen ungerechten Verteilungseffekten verbunden ist. Manche werden sehr stark in die Pflicht genommen, andere profitieren noch von dem Prozess. Das führt zu Unzufriedenheit, zu Ungleichheit und damit auch zu gesellschaftlichen Konflikten. Und das ist jetzt ein Zitat aus dem frühen 20. Jahrhundert, aber ich werde am Ende dann nochmal zu dieser Problematik zurückkommen. Ich werde jetzt mal ganz kurz nochmal ins Lehrbuch Geldfunktionen, dann zu meinem Lieblingsthema der monetären Überinvestitionstheorie von Hayek, die aus meiner Sicht sehr gut hilft, die gegenwärtige Situation in der Geldpolitik zu strukturieren. Ich werde versuchen zu erklären, warum sich die Transmission der Geldpolitik verändert hat, weg von den Konsumentenpreisen hin zu den Vermögenspreisen, und werde daraus dann Wachstums- und Verteilungseffekte ableiten und damit auch die Konsequenzen für einen gewissen System, aber auch Gesellschaftswandel. Und der dahinter steckt, das ist klar, das ist Hayek, also es ist ein Hayek-basiertes Denken. Ich will keine Exegese von Hayek machen, aber ich will das, was Hayek in Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise entwickelt hat, in die heutige Zeit mitnehmen und versuchen, auf diesen Erkenntnissen dann zu verstehen, was heute passiert. Geld hat unterschiedliche Funktionen, die kennen Sie vielleicht. Geld ist ein Tauschmittel, Geld ist eine Recheneinheit und Geld ist ein Wertaufbewahrungsmittel. Und in all diesen Funktionen vereinfacht Geld jetzt erstmal unser Leben. Wenn Sie zurückgehen in die Zeit vor Geld, da mussten Sie tauschen, Tauschwirtschaft. Der eine hat Hühner produziert und der andere Weizen. Und das hat man getauscht und da muss man einen gewissen Wechselkurs zwischen Hühnern und Weizen festlegen. Und außerdem musste man viele, viele, viele andere Wechselkurse festlegen zwischen Hühnern und Schweinen und zwischen Weizen und Mais und zwischen Mais und Wasser und so weiter und so fort. Und Sie können im Wesentlichen nur in eine Tauschbeziehung eintreten, wenn es eine Doppelkoinzidenz von Bedürfnissen gibt. Ich habe Hühner und will Weizen und muss jetzt alle von ihnen abklappern und den herausfinden, der Weizen gegen Hühner tauschen will. Und das wird einfach, sobald Sie Geld haben, Geld nimmt jeder. Und deswegen können Sie leichter in eine Tauschwirtschaft eintreten. Sie können sich leichter spezialisieren
Und nach Adam Smith schafft Spezialisierung auch Wohlstand. Auch das wissen Sie. Und deswegen ist Geld eine Grundlage für Marktwirtschaft, für Tausch, für Spezialisierung und damit auch für das Entstehen von Wohlstand. Und Wohlstand bedeutet auch, dass Sie Konsum von heute in die Zukunft transferieren können. Es gibt Leute, die wollen heute weniger konsumieren, aber mehr in der Zukunft. Und das heißt, Sie müssen sparen können und damit brauchen Sie auch die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes, mithilfe dessen Sie Kaufkraft von der Gegenwart in die Zukunft transferieren können. Also das sind jetzt die Grundfunktionen eines Geldes und jedes Geld sollte diese Funktionen erfüllen und das hat Geld so attraktiv gemacht. Also Geld in der Wirtschaftsgeschichte ist ein sehr, sehr erfolgreiches Konzept. Sie können sich heute keine Volkswirtschaft mehr ohne Geld vorstellen. Also das sind erstmal die positiven Funktionen und dann kommt später hinzu der wirtschaftspolitische Aspekt, der im Wesentlichen gedanklich jetzt erst im 20. Jahrhundert entwickelt wird. Die ersten Impulse, die großen Impulse werden da von John Maynard Keynes gegeben. Und da entwickelt sich dann die Idee, dass Sie jetzt über die Veränderung der Geldmenge und dadurch über die Veränderung des Zinses jetzt Wachstum steuern können. Also wenn ich den Zins senke, dann wird mehr investiert und dann wächst die Wirtschaft. Und das ist doch eine wunderbare Idee. Und daraus entwickelt sich dann das keynesianische Gedankengut, dass Sie durch Zinssenkungen jetzt Wirtschaftswachstum stimulieren können. Das wird erst das erste Mal dann sehr konsequent in den späten 60er Jahren und 70er Jahren betrieben, aber auch mit einem sehr ernüchternden Ergebnis. Man stellt am Ende fest, dass die Inflation ansteigt und die Arbeitslosigkeit auch. Und sich die Hoffnung über Inflation auf die lange Frist, dass Arbeitslosigkeit beseitigt werden kann, sich nicht einstellt. Das führt dann auch zu der Entwicklung unabhängiger Notenbanken nach dem Modell der Deutschen Bundesbank. Und diese wirtschaftspolitische Funktion, die hat auch einen internationalen Aspekt, nämlich wenn Sie durch Zinssenkungen Ihren Wechselkurs abwerten, dann würde das dazu führen, dass die Exporte steigen und die Importe sinken und Sie würden Ihrer Ökonomie einen zweiten kurzfristigen positiven Impuls geben, zumindest so lange, bis dann die Preise ansteigen und dann die Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Ökonomie wieder unterwandern. In der Literatur finden Sie diese Politik dann auch als Beggar-wie-Neighbor-Politik und da können Sie jetzt in der heutigen wirtschaftspolitischen Diskussion auch einen neuen Streit verorten zwischen Trump und Draghi. Also Trump ist sehr unglücklich, dass Herr Draghi den Euro abwertet. Und Herr Draghi ist eigentlich glücklich, weil das die europäischen Exporte stimuliert, aber natürlich der amerikanischen Exportindustrie schadet. Also hier dahinter steht ganz klar keynesianisches Gedankengut und so ein Grund. Konflikt in der Dogmengeschichte ist immer Hayek versus Keynes und ich vertrete natürlich die österreichische Konjunkturtheorie und will jetzt mal verstehen, was seit den späten 80er Jahren auf geldpolitischer Ebene ausgehend von den USA und Japan passiert und da hilft jetzt diese monetäre Überinvestitionstheorie von Hayek, die eher aufbauend auf Wicksell, Herr Plumpe hat es ja gestern schon gesagt, entwickelt hat, um zu verstehen, warum die Weltwirtschaftskrise entstanden ist in den 1930er Jahren und was die Konsequenzen waren. Und da sehen Sie auch schon den grundsätzlichen Unterschied zwischen Keynes und Hayek. Keynes hat seine Theorie entwickelt in Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise, hat die als gegeben gesehen und hat eine Theorie entwickelt, die wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen zugelassen hat, wie man aus der Krise kommt. Also Keynes beginnt mit der Krise. Hayek ist ein Stück zurückgegangen und hat gesagt, was sind die Ursachen der Krise? Und er hat gesagt, in den 20er Jahren war der Zins zu niedrig. Das lag auch daran, dass im Ersten Weltkrieg viel Gold von Europa in die USA gewandert ist. Das heißt, die Geldmenge ist in den USA angestiegen, der Zins ist abgesunken und es wurde sehr viel investiert und später auch spekuliert. Und diese Investitions- und Spekulationsblase, die platzt dann mit dem Schwarzen Freitag 1929 und dann gibt es die große lange Krise. Ja, also das ist so der historische
Hintergrund vor dieser monetären Überinvestitionstheorie. Und die wird zunächst entwickelt als Konjunkturtheorie. Sie wissen ja, dass eine Konjunktur in Zyklen verläuft. Das war schon in der Bibel so. 7 gute Jahre und 7 schlechte Jahre. Ja? Und Hayek entwickelt diese monetäre Investitionstheorie jetzt als Konjunkturtheorie, also 2 Phasen, Aufschwung, Abschwung. Und für beides ist verantwortlich ein Fehler der Zentralbank. Die Preise auf den Kapitalmärkten werden verzerrt durch Fehlentscheidungen der Zentralbanken. Ganz kurz, im Aufschwung liegt der Zins zu tief, setzt sie den Zins zu tief, und im Abschwung setzt sie den Zins zu hoch. Und um diesen Konjunkturzyklus jetzt verbal zu modellieren, unterscheidet er 3 Zinsen. Den internen Zins, den kann man verstehen als eine Art durchschnittliche Rendite aller Investitionsprojekte. Dann gibt es den Geldzins, das ist der Zins, den die Zentralbank setzt. Der kann man annehmen, dass er gleich ist mit dem Kapitalmarktzins, weil die Zentralbank ja immer den Zins auf den Kapitalmärkten führt. Und dann gibt es diesen natürlichen Zins, den kann man nicht beobachten, das ist ein theoretisches Konstrukt. Aber nach Hayek ist das der Zins, wo Investition und Sparen im Gleichgewicht sind und es keine strukturellen Verzerrungen in der Volkswirtschaft gibt. Und dieser natürliche Zins, der bestimmt jetzt nach Hayek auch so eine Art langfristiges Gleichgewicht, was aber nie erreicht wird, weil die Zentralbank entweder den Zins zu tief setzt oder zu hoch setzt. Also hier der kumulative Prozess nach oben, der wie folgt aussieht. Also Sie haben eine Ausgangssituation, wo Sparen gleich Investieren ist. Und bei diesem Sparen ist gleich Investieren, da liegt natürlich dieser natürliche Zins. Und in der ersten Periode setzt die Zentralbank auch diesen Geldzins gleich dem natürlichen Zins. Das heißt, die Wirtschaft ist im Gleichgewicht. Um den Konjunkturzyklus jetzt anzustoßen, finden Sie unterschiedliche Stellen bei Hayek, die sagen, es gibt eine exogene Erhöhung der Grenzleistungsfähigkeit der Investitionen, zum Beispiel durch Investitionen. Und deswegen verschiebt sich die Investitionskurve nach rechts. Und das sehen Sie hier, die verschiebt sich nach rechts von I1 nach I2 und der natürliche Zins steigt dann. Also bei diesem Zins IN2 ist die Wirtschaft im Gleichgewicht und jetzt macht nach Hayek die Zentralbank einen Fehler, die reagiert nicht. Die hält weiterhin den Zins niedrig, also der Geldzins in der Periode 2 ist gleich dem Geldzins in der Periode 1, was dazu führt, dass die Ersparnis gering bleibt und die Investitionen ansteigen. Also jetzt sind die Investitionen angestiegen, weil sich die Investitionskurve nach rechts verschoben hat. Der Geldzins ist nicht angestiegen hin zum natürlichen Zins und die Ersparnisbildung bleibt unverändert. Und damit gilt, Investitionen ist größer als Sparen und das können Sie nur erklären, wenn in diesem Modell implizit ein Bankensektor vorhanden ist, was in den keynesianischen Modellen nicht der Fall ist. Und diese Differenz zwischen Investitionen und Sparen wird jetzt durch Kreditschöpfung der Banken finanziert. Also die emittieren jetzt zusätzliche Kredite, die zusätzliche Investitionen finanzieren. Und jetzt kommt es zum Aufschwung. Also erste Unternehmen machen Investitionen, die brauchen natürlich gewisse Inputs, um diese Investitionen zu realisieren. Der geringe Zins signalisiert auch hohe Ersparnis und hohe Ersparnis heißt hoher zukünftiger Konsum und deswegen müssen sie mehr investieren, um diesen scheinbar höheren Konsum in der Zukunft zu befriedigen und es kommt zum Aufschwung. Ja? Und das ist der kumulative Prozess nach oben. Und zunächst steigen die Löhne nicht, weil es gibt zum Beispiel Arbeitslosigkeit, es werden zwar zusätzliche Arbeiter gebraucht, Angestellte, die werden eingestellt zum vergleichsweise konstanten Lohn, aber erst wenn sich der Aufschwung dann weiter nach oben bewegt, zusätzliche Nachfrage auf den Arbeitsmärkten entsteht, steigen auch die Löhne. Und wenn die Löhne steigen, steigen irgendwann auch die Kosten der Unternehmen und dann müssen sie die Preise anheben. Und sobald sie die Preise anheben, beeinflusst es natürlich auch die Nachfrage der Konsumenten und
Die Grenzleistungsfähigkeit der Investitionen wird auch dadurch beeinflusst, dass mit steigenden Preisen die Zentralbank gezwungen ist, jetzt endlich die Zinsen anzuheben. Und der Zins hat aus Sicht der österreichischen Konjunkturtheorie eine Allokationsfunktion. Er trennt gute Investitionen von schlechten Investitionen. Wenn beispielsweise der Zins bei 5% liegt, dann würden alle Investitionsprojekte realisiert, die eine erwartete Rendite von über 5% haben, also 6%, 7%, 8%, 9% und so weiter. Aber alle, die eine geringere erwartete Rendite haben, nämlich 4%, 3%, 2%, 1%, die würden nicht realisiert. Aber durch die geringen Zinsen werden natürlich viele zusätzliche Investitionsprojekte mit vergleichsweise geringer Rendite finanziert, was dazu führt, dass im Aufschwung die durchschnittliche Grenzleistungsfähigkeit der Investitionen sinkt. In diesen Modellen finden Sie zum Teil auch schon Aspekte des Kapitalmarktes. Das ist eine monetäre Überinvestitionstheorie, also der Boom findet im realen Sektor der Volkswirtschaft statt. Aber es gibt auch schon Finanzmarktaspekte, weil die Gewinne von Banken steigen jetzt die Aktienpreise. Und wenn die Aktienpreise steigen und die Zinsen auf Ersparnisse gering sind, dann gibt es auch einen Anreiz für die Haushalte, jetzt das Geld aus den Banken zu holen und Aktien zu kaufen, ne, um da Gewinne, Bewertungsgewinne mitzunehmen. Und bei Schumpeter 1912 finden Sie bereits Aussagen, dass sich so ein Spekulationsboom dann auch verselbstständigen kann. Also die Leute beginnen also in den Aktienmärkten zu investieren, nur weil die Preise steigen und weil sie erwarten, dass die Preise weiter steigen werden. Und weil die Preise weiter steigen, steigen noch mehr Menschen in diesen spekulativen Boom ein. So, und der ist nach Hayek und Mises immer begrenzt, weil die Investitionen nicht durch die private Ersparnis abgedeckt sind. Also da gibt es immer ein natürliches Ende. Und das natürliche Ende kommt immer dann, wenn die Zentralbank gezwungen ist, die Zinsen zu erhöhen, weil dann wird der Benchmark, zu dem die Rentabilität vergangener und zukünftiger Investitionsprojekte gemessen wird, der wird dann angehoben und dann müssen erste Investitionsprojekte abgebrochen werden. Und das ist dann der Wendepunkt, also er wollte ja diesen Zyklus erklären und der ist wirtschaftstheoretisch gar nicht so einfach zu erklären, diese Wendepunkte für diese Prozesse. Und das ist jetzt die Tatsache, dass die Zentralbank den Zins anhebt. Und wenn sie den Zins anhebt, dann fallen die Investitionen, der natürliche Zins sinkt. Und in dieser Theorie, die jetzt als Konjunkturtheorie formuliert ist, macht die Zentralbank einen zweiten Fehler. Obwohl der natürliche Zins sinkt, hält sie den Geldzins zu hoch. Ja, und damit werden mehr Investitionsprojekte abgebrochen, als eigentlich sein müsste. Aus Sicht der österreichischen Konjunkturtheorie, das wissen Sie, ist es gut, nicht rentable Investitionsprojekte abzubrechen. Das ist eine Art schöpferische Zerstörung. Die Guten überleben, die Schlechten gehen aus dem Markt. Wenn die Schlechten aus dem Markt gehen, können Ressourcen von schlechten Investitionsprojekten in gute Investitionsprojekte verlagert werden. Und dieser Prozess wird dadurch erleichtert, dass in der Rezession die Preise und die Löhne fallen. Ja? Und deswegen muss die Rezession sein. Es muss aber nicht sein, dass die Zentralbank den Zins zu hoch hält und dadurch die Rezession verschärft und es gilt, Sparen ist größer als Investieren. In Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise, die FED hat in Reaktion auf den Schwarzen Freitag zunächst einige Jahre oder einige Monate den Zins vergleichsweise hochgehalten. Und das wurde dann in der im Rückblick als wirtschaftspolitischer Fehler identifiziert. Man hat gesagt, die FED hat die Krise dadurch verschärft, dass sie den Zins zu hoch gehalten hat. Sie hätte in der Reaktion auf die Krise den Zins schnell senken müssen. In Milton Friedman's Monetary History of the United States wird es auch so formuliert. Und diese Lektion wird von der Bank von Japan Anfang der 90er Jahre, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre gibt es eine Blasenökonomie in Japan, die genau mit diesem Modell strukturiert werden kann. Und diese Blase wird dezidiert von der Bank von Japan zum Platzen gebracht.
Also die Übertreibungen auf den Aktien- und Immobilienmärkten werden den Zentralbankern unheimlich. Die heben den Zins an und bringen die Blase zum Platzen und halten den Zins vergleichsweise hoch. Und das bringt Japan in eine lange Rezession. Und deswegen sagt man, spätestens seit Anfang der 90er Jahre ist es falsch, in Reaktion auf das Platzen der Blase den Zins zu lang hochzuhalten. Also schnell runter damit. Was aber dann daraus entsteht, ist das, was ich sogenannte asymmetrische Geldpolitiken nenne. Also wenn ich jetzt mal die Fehler kategorisiere, also Zins zu tief im Aufschwung Typ 1 und Zins zu hoch in der Rezession Typ 2, dann versucht man jetzt diesen Typ 2 Fehler zu vermeiden, hat aber überhaupt keine Anstrengungen oder überhaupt keine Bemühungen, diesen Fehler Typ 1 zu vermeiden. Im Gegenteil, aus meiner Sicht, dadurch, dass man den Fehler Typ 2 vermeiden will und den Zins schnell senkt in Reaktion auf die Krise, wiederholt man den Fehler des Typs 1. Ja, und dadurch ergeben sich dann asymmetrische Zinspfade, die Sie hier sehr schön auch beobachten können für den Durchschnitt der vier größten Zentralbanken, der Federal Reserve, der Europäischen Zentralbank, der Bank von Japan und der Bank von England. In der Rezession werden die Zinsen stark gesenkt und in der Erholung nach der Rezession werden sie nicht mehr entsprechend angehoben. Ja, das haben Sie jetzt in den letzten 10 Jahren, konnten Sie schön beobachten. Die EZB und die Bank von Japan haben in Reaktion auf die Finanzkrise die Zinsen stark gesenkt und die Zinsen gar nicht mehr angehoben, die FED ein bisschen. Ja, aber unweigerlich würden sie dann das Zinsniveau gegen Null bringen. Ja, und dort wird es verharren und das ist die sogenannte konventionelle Geldpolitik über Zinsveränderungen. Wenn sie bei Null sind, ist der geldpolitische Instrumentenkasten nicht erschöpft. Hier machen sie noch Geldpolitik über Preise, jetzt machen sie hier Geldpolitik über Mengen. Das ist die sogenannte unkonventionelle Geldpolitik. Also die Zentralbanken kaufen jetzt jede Menge Assets an, um die Finanzmärkte durch Liquidität zu stabilisieren und damit dehnen sich die Bilanzen der Zentralbanken immer weiter aus, auch auf eine asymmetrische Art und Weise, also die Tendenz zeigt immer nach oben. Ja? Und damit werden die Geldpolitiken immer expansiver und sie können immer expansiver werden, weil das eigentliche Ziel der Geldpolitik, nämlich Konsumentenpreise niedrig zu halten, weiterhin immer erfüllt ist. Also die Inflationsraten bei den Konsumentenpreisen steigen nicht an. Also ich nenne das die unterbrochene geldpolitische Transmission. Hier sehen Sie einen rollenden Koeffizienten von M0 zum Preisniveau. Also M0 ist die Geldbasis, die die Zentralbank schafft. Und viele von Ihnen kennen vielleicht auch diese Fischersche Verkehrsgleichung. Also Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit ist Preisniveau mal Gütermenge. Ja? Und die Idee von der Wirkung der Geldpolitik ist, dass eine Ausweitung der Geldbasis und die Ausweitung der Geldmenge zu einem Anstieg des Preisniveaus führt. Und das war in der Tat in den 70er Jahren so. Also was wir da machen ist, wir schätzen diesen Zusammenhang von M auf P, kontrollierend auf Y, inwieweit die Veränderung von M0 auf P wirkt. Und in der Tat hier für Japan in den 70er Jahren führt eine Ausweitung der Geldbasis zu Konsumentenpreisinflation. Und das war auch in den 70er Jahren so, da ist die Konsumentenpreisinflation angestiegen. Aber dieser Zusammenhang bricht in den 80er Jahren zusammen und jetzt ist er negativ. Also je mehr die Zentralbank die Geldbasis ausweitet, desto geringer ist die Inflation. Und die offizielle Antwort der Zentralbanken ist, wenn wir die Geldbasis ausweiten und die Inflation nicht reagiert, dann müssen wir die Geldbasis immer mehr ausweiten. Ja, das haben Sie auch bei den Bilanzen gesehen. Und die werden auch immer mehr ausgeweitet, aber die Inflation springt nicht an. Der Zusammenhang hier für Japan ist negativ und ich denke, für die USA wäre der Zusammenhang ähnlich. Ja, das könnte man jetzt als Puzzle begreifen. Es ist klar, was passiert ist. Die Transmission hat sich verändert. Während in den 70er Jahren die expansive Geldpolitik bei den Konsumentenpreisen angekommen ist, kommt sie jetzt bei den Vermögenspreisen an, also insbesondere bei den Aktien- und Immobilienpreisen. Also ich nenne das hier eine
Welle von wandernden Blasen. Also die erste große Blase, die habe ich ja schon genannt, das ist diese japanische Blasenökonomie, die dadurch entsteht, dass die Bank von Japan die Zinsen senkt in Reaktion auf eine starke von den USA erzwungene Yen-Aufwertung. Dann platzt die Blase, dann senkt die Bank von Japan doch die Zinsen und die japanischen Banken, die nehmen jetzt das billige Geld der Bank von Japan und investieren das nicht in Japan, die investieren das in Südostasien. Das sind die sogenannten Carry Trades. Und deswegen bleibt die wirtschaftliche Entwicklung in Japan schwach, aber in Ostasien schießen die Preise nach oben. Ja? Und irgendwann platzt auch diese Südostasien-Blase, das ist die sogenannte Asienkrise. Dann senken die Zentralbanken wieder die Zinsen und dann geht das Geld in die Dotcom-Märkte. Und dann platzt die Dotcom-Blase und dann werden die Zinsen wieder gesenkt und dann geht es in die US-Hypothekenmärkte oder in die südeuropäischen Staaten und so weiter und so fort. Ja? Und das ist natürlich nur möglich, weil während sich zunehmend expansiven Geldpolitiken in den Vermögensmärkten sichtbar machen, schauen die Zentralbanken weiter sehr, sehr konzentriert auf die Konsumentenpreise, die eigentlich gar nicht auf die Geldpolitik mehr reagieren und sagen, wunderbar, wir haben geringe Inflationsraten erreicht, die große Moderation, alles ist wunderbar und die Finanzmärkte sind nicht in unserer Verantwortung, das soll die Regulierung richten. Also das ist die grundsätzliche Einstellung. Sie sehen das hier nochmal hier im Vergleich für die vier großen Zentralbanken, die ich genannt habe. So verändert sich im Durchschnitt der Konsumentenpreisindex und so verändern sich die Vermögenspreise. Das sind die durchschnittlichen Aktienpreise, das sind die durchschnittlichen Immobilienpreise und dann sieht man sehr klar, wo die Inflation denn jetzt aufschlägt. Und hier, das ist eine Besonderheit, die Europäische Währungsunion, die heterogen ist, die unterschiedlichen Konjunkturzyklen folgt, wo eine sehr expansive Geldpolitik noch dazu führt, dass die Liquidität, die für das ganze Eurogebiet von der EZB emittiert wird, zuerst in den Süden schwappt und damit natürlich den Geldzins für den Süden sehr, sehr weit unter dem natürlichen Zins setzt, was zu Übertreibungen in den Südländern der Währungsunion führt, hier zum Beispiel indiziert durch den spanischen Immobilienmarkt und mit Ausbruch der europäischen Finanz- und Schuldenkrise schwappt das alles zurück, jetzt zum Beispiel nach Deutschland und jetzt haben wir hier die Immobilienblase. Ne? Und sobald die Blase platzt, wird noch mehr Liquidität in den Markt gegeben. Keynes würde sagen, sinkende Zinsen führen zu Investitionen und Wachstum, aber das ist empirisch nicht der Fall. Ja, also es ist vielleicht kurzfristig doch der Fall. Zinssenkungen in Reaktion auf die Finanzkrise stabilisieren in dieser Zeit die Märkte. Wenn die Geldpolitiken aber anhaltend expansiv sind, aus Sicht der österreichischen Konjunkturtheorie, dämpft das Wachstum. Ja? Und da sind wir bei den langfristigen Wachstumseffekten. Ja? Also wenn Sie jetzt über expansive Geldpolitiken sprechen, die Keynesianer und die Österreicher haben unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, billiges Geld schafft Wachstum, die anderen sagen, billiges Geld schafft kein Wachstum. Beide haben recht, aber sie müssen die Zeitdimension trennen. Aus meiner Sicht haben die Keynesianer kurzfristig recht und die Österreicher langfristig. So. Und warum sind die Wachstumseffekte vom billigen Geld jetzt negativ? Also einerseits haben wir Anreiz zur Spekulation. Wir haben jetzt einen realen negativen Zins auf sichere Anlageformen, zum Beispiel auf die Bankeinlagen. Die verzinsen sich jetzt real negativ, weil sie keinen Zins mehr bekommen. Und deswegen haben sie jetzt einen starken Anreiz, in die Vermögensmärkte zu investieren. Ne? Also wenn Sie hier in Aktien und Immobilien gegangen sind vor 30, 40 Jahren, das hat sich wirklich gelohnt. Ja? Und das sind natürlich volatile Märkte. Sie haben auch ein vergleichsweise hohes Risiko. Aber wenn Sie wissen, dass die Zentralbank im Fall von Krisen mit billigem Geld reagieren wird, dann ist es eigentlich eine sehr sichere Spekulationsform. Aber das müssen Sie wissen. Also brauchen Sie gute Anlageberater. Die schwäbische Hausfrau auf dem schwäbischen Dorf, die weiß das nicht. Und deswegen hält die weiterhin ihr Kapital auf dem Sparkonto, wo sich es jetzt negativ verzinst. Die Spekulationswellen, die haben natürlich auch durchaus komplexere Formen. Sie haben zum Beispiel vermehrte
Aktivität bei Mergers and Acquisitions. Sie haben Aktienrückkäufe durch Unternehmen. Sie haben kreditfinanzierte Übernahmen, die jetzt im Volumen sehr stark ansteigen. Und in Reaktion auf die Krisen haben Sie natürlich auch viel mehr Regulierung der Finanzmärkte. Also Sie müssen immer dahin gehen, wo gerade noch nicht reguliert wird. Und Sie müssen mit der Regulierung umgehen können. Also sind vor allem in diesen Märkten dann die erfolgreich, die gute Berater haben. Ja, und die wirklich jetzt noch einstellen, das sind die ganzen Beratungsfirmen. Die stellen immer mehr Leute ein, die werden immer größer, weil um mit der zunehmenden Regulierung umzugehen, brauchen sie gute Berater, um dann auf den Finanzmärkten noch erfolgreich zu sein. Also das ist die Spekulation, die wächst, und Spekulation per Definition schafft keinen Wohlstand. Also Sie haben jetzt nicht den kreativen Unternehmer, der sich überlegt, wie er ein neues Produkt erfinden kann oder wie er einen Produktionsprozess effizienter gestalten kann. Daraus entsteht aus meiner Sicht Wohlstand, aber es steht nicht daraus Wohlstand, dass ich weiß, dass in den nächsten 5 Jahren die Immobilienpreise in Berlin noch steigen werden und ich deswegen Immobilien in Berlin kaufe. Daraus entsteht kein Wohlstand. Die Allokationsfunktion des Zinses habe ich ja schon erklärt. Die wird jetzt gestört, weil der Zins gegen Null gedrückt wird. Und wenn Sie den Zins gegen Null drücken, heißt das, alle Investitionen, die gemacht werden, haben eine Rendite von über Null. Also selbst 0,5% erwartete Rendite ist in Ordnung, und damit würde die durchschnittliche Grenzleistungsfähigkeit der realisierten Investitionsprojekte absinken, insbesondere deshalb, weil sie in der Rezession durch die sehr starken Zinssenkungen den Prozess der schöpferischen Zerstörung verhindern. Also in der Rezession bleiben alle Investitionsprojekte, die in der Übertreibungsphase gemacht wurden mit negativer Rendite, die werden erhalten, und es kommen noch neue hinzu, die eine vergleichsweise geringe erwartete Rendite haben. Risiko wird nicht mehr angezeigt. Also normalerweise, wenn Sie ein hohes Ausfallrisiko haben, dann zahlen Sie auch einen hohen Zins, aber auch diese Signalfunktion wirkt nicht mehr. Also Griechenland, ich habe es gestern nochmal angeguckt, ich glaube, die haben ein hohes Ausfallrisiko, aber die zahlen auf ihre Staatsanleihen einen Zins von 2%. Ja, also nahe dem, was auch die Deutschen zahlen. Also es gibt unterschiedliche Garantien für unterschiedliche Art der Investitionstätigkeit. Wenn Sie auf den Finanzmärkten investieren oder spekulieren, dann haben Sie eine große Wahrscheinlichkeit durch die asymmetrischen Geldpolitiken, dass im Fall von Krisen die Zentralbanken intervenieren und verhindern, dass sie Verluste realisieren. Wenn Sie hingegen in Innovationen investieren, auch das ist mit einem Risiko verbunden, dann müssen Sie die entsprechenden Ausfälle selbst tragen. Ja, und damit verlagert sich auch die Investitionstätigkeit der Unternehmen weg von Realinvestitionen in Effizienzgewinne oder Innovationen hin zu Spekulationen auf den Finanzmärkten. Also die Übernahme von Bayer, von Monsanto, das ist für mich eine Spekulation. Also man spekuliert auf Monopolrenditen in entsprechenden Marktsegmenten, zahlt einen völlig überhöhten Preis für Monsanto, und die Spekulation stellt sich dann im Nachhinein als nicht besonders renditeträchtig heraus. Wenn dann die Banken in der Krise am Wanken sind, dann kommt es zur sogenannten nachsichtigen Kreditvergabe. Also die Zentralbanken haben kein großes Interesse, dass der Finanzsektor zusammenbricht, und deswegen werden weiterhin Kredite gewährt. Oft unter der Bedingung, dass die Banken diese Kredite dann weitergeben an Unternehmen und auch nicht mehr so genau gucken, ob die Unternehmen, die jetzt von den Banken finanziert werden, renditeträchtig sind oder eben nicht. Ja, also da ist jetzt auch eine große Literatur mit Fokus auf Japan entstanden unter unterschiedlichen Schlagwörtern, hier Forbearance Lending, nachsichtige Kreditvergabe, Evergreening, also die Unternehmen sind immer grün, egal ob sie positive oder negative Renditen erwirtschaften, Zombifizierung, Zombies, Walking Deads, und hier, das hatten wir gestern bei Herrn Plumpe schon, die Soft Budget Constraints. Ja, und Cornei hat die ja,
das haben wir gestern auch gehört, für die mittel- und osteuropäischen Planwirtschaften formuliert. Ich habe es jetzt hier ein bisschen umgezeichnet für Japan, wo diese Null- und Niedrigzinspolitik schon länger anhält, 15 Jahre länger als in Europa. Und da weiß der Prime Minister Abe auch, der wird von den Parlamentsmitgliedern gewählt und die Parlamentsmitglieder kommen aus den Präfekturen. Und in den Präfekturen gibt es viele Klein- und Mittelunternehmen, denen das Wasser bis zum Hals steht. Ja? Und die würden das nicht gerne sehen, wenn die Zentralbank die Zinsen erhöhen würde, weil dann müssten die kräftig aufräumen. Ja? Und deswegen gibt es aus dem Parlament das Wissen, dass die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen in den Präfekturen gering ist, vielleicht sogar negativ, wie damals in den mittel- und osteuropäischen Planwirtschaften. Die Unternehmen waren völlig ineffizient, aber man wollte keine Arbeitslosigkeit. Und deswegen wurden die von den staatlich kontrollierten Banken finanziert, die dann natürlich auch Verluste realisiert haben, weil die Unternehmen keine positiven Zinsen aus ihren wirtschaftlichen Erträgen an die Banken bezahlen konnten. Und dann waren die staatlich kontrollierten Banken auch defizitär und die wurden dann von der Zentralbank alimentiert. Und die hat das entsprechende Geld gedruckt. Und dieses Geld hat nicht zur Inflation geführt, wie heute auch. Damals aus einem anderen Grund, man hat die Preise einfach fixiert, staatlich festgesetzt, dann konnten die nicht steigen. Und der Geldüberhang hat sich dann anders sichtbar gemacht, in Warteschlangen zum Beispiel, aber auch in schlechter Qualität von Gütern. Und die sogenannte Abenomics, das haben Sie vielleicht schon gehört, da kam Abenomics, also Abe kam 2013 an die Macht zum zweiten Mal und hat seinen Zentralbankpräsidenten, den Herrn Kuro, da gleich mitgebracht. Und hat gesagt, ab heute mache ich eine Politik, wo ich sehr viel mehr Staatsausgaben mache und diese Staatsanleihen, die ich zur Finanzierung dieser Staatsausgaben brauche, die werden dann vom Herrn Kuro da gekauft. Ja, also es ist nicht so, was wir uns jetzt traditionell unter Zentralbankunabhängigkeit vorstellen würden. Ja, und was kommt dann am Ende dabei raus? Also am Ende müssen diese weichen Budgetrestriktionen oder die Soft Budget Constraints müssen ja irgendwie bei den Menschen ankommen. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, die kommen bei den Menschen an. Und der Transmissionsmechanismus ist jetzt die sinkende durchschnittliche Grenzleistungsfähigkeit der Investitionen. Die Produktivitätsgewinne gehen zurück. Ja, das sehen Sie hier. Sehr schön für eine Auswahl von europäischen Ländern. Die waren mal hier in den 70er Jahren noch so zwischen 2 und 4% und jetzt konvergieren sie gegen Null oder sind sogar schon negativ. Ja? Und Sie müssen wissen, dass die Produktivitätsgewinne die Grundlage für die realen Lohnerhöhungen sind. Also in Europa, traditionell nach dem Zweiten Weltkrieg, hatten wir hohe Produktivitätsgewinne, insbesondere in Nordeuropa, aufgrund der harten Währung, die wir da hatten. Und die wurden verteilt in Form von realen Lohnerhöhungen, in Form von Ausbau der Sozialsysteme und in Form von Transfers an die südeuropäischen Länder, die keine so harten Währungsregime hatten und deswegen auch keinen so starken Druck auf die Unternehmen, produktiv zu sein. Ja? Und wenn jetzt die Produktivitätsgewinne null oder negativ sind, fällt das alles weg. Also Sie können im Durchschnitt nicht die Löhne erhöhen, Sie können auch nicht, wie unsere Politiker das gewohnt sind, immer weiter die Sozialsysteme ausbauen. Und wenn Sie Geld nach Südeuropa transferieren wollen, dann müssen Sie es den Bürgern im Norden irgendwo abpressen, das ist dann Nullsummenspiel. Weil was Zusätzliches, um daraus die Erwartungen der Akteure zu bedienen, entsteht nicht. Ja, und damit sind Sie dann bei den Verteilungseffekten. Also Sie sehen, wie die Investitionen und das Wachstum zurückgeht. Und damit ist man dann bei den sehr prekären Verteilungseffekten dieser Geldpolitik. Also aufbauend auf den Nullwachstum, ich habe Ihnen die offiziellen Zahlen gezeigt, ich habe da Zweifel, dass die offiziellen Zahlen die richtigen sind, insbesondere die Inflationsraten werden in der Statistik geschönt. Deswegen würde ich denken, dass wir bereits negative Produktivitätsgewinne haben, aber wie auch immer, aufbauend auf negativen oder null Produktivitätsgewinnen haben wir jetzt Verteilungseffekte der Geldpolitik. Also das hat ja Lenin schon sehr deutlich gemacht, dass expansive Geldpolitik immer Verteilungseffekte hat. Jetzt nicht mehr über die Konsumentenpreise, sondern über den Umweg der Finanzmärkte. Also ich habe jetzt mal hier
sieben Ebenen unterschieden, die sich natürlich unterschneiden und unterschiedliche Leute vielleicht auch unterschiedlich betreffen. Aber erstmal verteilen sie um vom privaten zum öffentlichen Sektor, ja, also vom Gläubiger zum Schuldner. Ja, also die Schuldner gewinnen, die Staaten sind verschuldet und die Staaten müssen keine Zinsen mehr auf ihre Staatsanleihen zahlen. In Deutschland ist es inzwischen so, auch Österreich, dass es sogar negative Zinsen gibt. Also sie kriegen Geld, wenn sie sich verschulden. Das ist eine klare Umverteilung, kann man auch finanzielle Repression nennen. Dann haben sie eine Umverteilung vom Unternehmens zum Finanzsektor, das ist der sogenannte Cantillon-Effekt, weil das zusätzliche Geld, was die Zentralbank emittiert, das geht erst über den Finanzsektor in den privaten Sektor, zu den Haushalten und zu den Unternehmen. Und wenn jetzt zum Beispiel die Finanzinstitute wissen, die großen Investmentbanken, dass die Zentralbank beispielsweise Aktien und Immobilien kaufen wird, wie das in Japan schon der Fall ist, dann können die, weil sie als Erste das Geld bekommen, mit diesem Geld Aktien und Immobilien kaufen. Dann wandert das Geld weiter, zum Beispiel zu Haushalten oder Unternehmen, die diese Aktien und Immobilien kaufen. Die können auch wieder einkaufen, aber die zahlen dann schon einen hohen Preis, höheren Preis. Also sie haben eine Umverteilung von denen, die weiter weg sind von der Geldquelle hin zu denen, die näher dran sind an der Geldquelle. Und das sind oft die Banken, inzwischen insbesondere die Investmentbanken. Dann haben sie eine Umverteilung von arm zu reich über die Vermögenspreise und über die finanzielle Repression. Ich habe das schon angedeutet. Die Mittelschicht in Deutschland, die Mittelschicht spart immer noch über Bankeinlagen. Die sind jetzt real negativ verzinst. Die Reichen, die sind über ihre Asset Management gut in den Vermögensmärkten positioniert und da treiben die Zentralbanken die Preise nach oben. Also wenn sie schon viele Aktien haben und viele Immobilien in den großen Städten, dann geht es ihnen wirklich gut, dann werden sie immer reicher. Von jung zu alt über steigende Vermögenspreise, das ist klar, das Vermögen ist bei den Älteren, also die hatten Zeit über den Lebensverlauf hinweg Vermögen zu bilden, das konnten die Jungen nicht. Also die Alten verdienen von den steigenden Vermögenspreisen und die Löhne der Neueinsteiger in den Arbeitsmarkt sinken, weil es nichts mehr zu verteilen gibt. Also ich werde Ihnen später die Zahlen noch zeigen, die sind gar nicht so leicht zu finden. Also zu verstehen, was hat ein Berufseinsteiger mit der gleichen Qualifikation vor 10, 20, 30, 40 Jahren verdient. Aber diese Löhne sinken ab. Ja, also wenn Sie jung sind, steigen Sie mit geringeren Löhnen in den Arbeitsmarkt ein als Ihre Eltern und müssen insbesondere höhere Immobilienpreise bezahlen, wenn Sie ein kleines Häuschen für Ihre Familie haben wollen. Dann von Klein- und Mittelunternehmen zu Großunternehmen, insbesondere dann, wenn in Reaktion auf die Krisen jetzt die Kreditmärkte sehr stark reguliert werden, was seit 2008 der Fall ist. Also deswegen wachsen das Kreditvolumen bei Klein- und Mittelunternehmen nicht mehr so stark. Wer wirklich noch sehr viel zusätzlich finanzieren kann, sind die Großunternehmen, die direkt Anleihen emittieren können, die jetzt auch noch von der Europäischen Zentralbank direkt angekauft werden. Also Bayer hat zum Beispiel diesen Monsanto-Deal sehr viel über die Emission eigener Anleihen emittiert. Also die haben subventioniert von der EZB Monsanto gekauft. So, von der Peripherie zu den Zentren. Wenn Sie davon ausgehen, dass die Großunternehmen und die Staaten, die von dieser Politik profitieren, sich in gewissen Regionen clustern, in Deutschland zum Beispiel, in Berlin und in Süddeutschland, ja, dann würde Berlin und Süddeutschland von der Politik profitieren. Wenn Sie davon ausgehen, dass in Ostdeutschland nur Klein- und Mittelunternehmen sitzen, dann würde Ostdeutschland schrumpfen. Ja, also haben Sie regionale Verteilungseffekte, die in Japan sehr, sehr deutlich sind. In Tokio clustert sich alles, das wächst immer weiter. Die Peripherie trocknet aus und die jungen Leute wandern dann von der Peripherie nach Tokio, weil da noch hohe Löhne bezahlt werden. Und das können wir jetzt vernachlässigen, das ist ein anderes Thema von Leistungsbilanzüberschuss zu Leistungsbilanzdefizitländern. Ja, dann komme ich zum Schluss noch ein bisschen empirische Evidenz. Das ist ein Aspekt der finanziellen Repression, die Margen im Bankgeschäft, also das können Sie jetzt auch beobachten, dass mit der Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik nicht nur die Einlagenzinsen gegen Null sinken, sondern auch die Kreditzinsen immer weiter sinken
Und die Banken finanzieren sich traditionell aus der Differenz zwischen den Kreditzinsen und den Einlagenzinsen. Hier in den 80er Jahren 4 Prozentpunkte in Japan, ja. Und die Zentralbank drückt es auf 1,5 Prozentpunkte, ja. Also müssen die Banken zumachen. Klar, die müssen Filialen schließen, insbesondere in der Peripherie. Und die machen das sogenannt sozialverträglich. Die Alten, die in Pension gehen, werden nicht mehr ersetzt. Also die neuen Jobs für die jungen Leute entstehen einfach nicht mehr. Ja, und mit dem Bankensystem kippt natürlich jetzt das ganze Wirtschaftssystem, weil die Banken haben eine zentrale Funktion in einem Wirtschaftssystem. Die sollen eigentlich sicherstellen, dass gute Investitionen gemacht werden und keine schlechten. Aber die macht man jetzt überflüssig. Hier, das sind die Piketty-Daten. Das ist das Top One Income, also der Share der gesamten Einkommen, der Anteil der gesamten Einkommen, die an die Top 1 Einkommensklasse gehen. Sie sehen, dass das seit Einsetzen dieser ultralockeren Geldpolitik in den 80er Jahren ist es von 9% auf 22% hochgegangen. Ja, Sie sehen hier eine sehr starke Zunahme in der Einkommenskonzentration, die einhergeht mit den Entwicklungen auf den Aktienmärkten. Also die Reichen schaffen das irgendwie auf irgendeine Art und Weise, das Aufblasen der Vermögenspreise durch die Zentralbanken in persönliches Einkommen umzumünzen, wie immer da auch die Kanäle sind. Dann das reale Einkommensniveau. Ja, ich habe gesagt, die realen Löhne müssen sinken. Japan läuft vor. Das sehen Sie hier sehr schön. Seit 1998 fällt der durchschnittliche reale Lohn, insbesondere auf Kosten der Geringqualifizierten. Bei denen werden die Löhne stärker gedrückt als bei den stark Qualifizierten. Und gleichzeitig nimmt die Erwerbstätigkeit zu. Ja, und warum nimmt die Erwerbstätigkeit zu? Es reicht nicht mehr, dass einer die Familie ernährt. Es müssen jetzt die Frauen zusätzlich in die Arbeitsmärkte einsteigen, insbesondere wenn sie das nicht schon nach dem Hochschulabschluss getan haben, in prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die schlecht bezahlt sind, weil sie eine schlechte Verhandlungsmacht haben. Und damit wird es natürlich auch schwieriger für die Familie zu sorgen und die Anzahl der Kinder nimmt ab und die Rentensysteme kommen in Schieflage. Ja, und hier haben wir jetzt mal lang gesucht im sozioökonomischen Panel, haben wir die Einstiegslöhne für die unter 30-Jährigen mit Hochschulabschluss gefunden. Und da sehen Sie auch sehr schön, wie das real runtergeht. Ja, also wie die Löhne für die Berufseinsteiger jetzt gedrückt werden, weil die haben keine Verhandlungsmacht. Ich habe meinen Job schon, ich habe auch mein Gehalt verhandelt, das kann nicht sinken, aber für die, die neu einsteigen, kann es natürlich sinken. Ja, und dann sind wir eigentlich mitten im System- und Gesellschaftswandel. Also wir haben das gestern ja schon diskutiert mit der Frage, wo liegen wir auf der Skala von 1 bis 10, wenn oder 0 bis 10, wenn 0 Kapitalismus ist und 10 Planwirtschaft. Also wir sind steil auf dem Weg nach oben. Wo wir jetzt sind, ist sicherlich Interpretationssache. Ich würde aus der Sicht, die ich jetzt präsentiert habe, aus dieser geldpolitischen Sicht, sagen, wir sind viel weiter in Richtung Planwirtschaft fortgeschritten, als das manche denken würden. Und damit verlieren wir an Wohlstand und mit dem Verlust von Wohlstand sind die traditionellen Politikmuster nicht mehr nachhaltig. Weil gerade in Nordeuropa waren die Politikmuster so ausgestaltet, dass man den zusätzlichen Wohlstand, den die Marktwirtschaft geschaffen hat, und das war für Nordeuropa, im Wesentlichen war das ein Zufall, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Amerikaner ein marktwirtschaftliches System in Deutschland installiert haben, mit einer unabhängigen Zentralbank. Das war keine deutsche Idee, das war eine amerikanische Idee. Und es hat ein unglaubliches Wirtschaftswachstum entfacht und unglaubliche Produktivitätsgewinne. Und die Politiker haben sich über die Zeit hinweg darauf spezialisiert, diese Produktivitätsgewinne zu verteilen. Und das wollen sie immer noch tun. Also wenn sie so den Entscheidungen in Berlin folgen, dann will man immer noch austeilen, immer noch retten, obwohl die entsprechenden Produktivitätsgewinne nicht vorhanden sind. Und damit wird gezwungenermaßen die Rettung oder das soziale Engagement der Regierung zu einem Nullsummenspiel. Also wenn in eine Richtung verteilt wird, muss es auf der anderen Seite irgendwo fehlen. Also wenn die Ärzte zum Beispiel jetzt bessere Honorare verhandeln, weil sie sagen,
sie machen gute Arbeit für das öffentliche Gesundheitssystem und die kriegen mehr, dann müssen die Krankenschwestern weniger haben, weil einfach der Kuchen nicht größer wird und tendenziell schrumpft. Und damit sind wir im gesellschaftlichen Wandel. Das Wohlstandsversprechen gilt nicht mehr für alle. Die junge Generation verliert durch sinkende Löhne und steigende Immobilienpreise, was auch auf die Geburtenraten wirkt aus meiner Sicht. Und man sucht nach Sündenböcken, da wird gerne mal die Globalisierung angeboten und auch die Technologisierung, die angeblich Arbeitslosigkeit schafft. Und Ergebnis, wie immer auch die Transmission ist, nimmt die Anzahl der Unzufriedenen zu. Und die driften jetzt an die Ränder. Und das versuchen wir hier auch zu quantifizieren. Das ist das letzte Slide. Das ist unser Index zur politischen Polarisierung, wo wir immer, wenn eine Parlamentswahl in Europa stattfindet, messen, wie viele Menschen für extreme Parteien, die das gegebene System in Frage stellen, entweder am linken Extremspektrum oder am rechten Extremspektrum stimmen, und das addieren wir dann. Ich war in Berlin an der FU, da hat eine Studentin gesagt, das sei gemein, dass wir die Linken mit den Rechten addieren, aber das machen wir. Und das ist die rote Linie, und Sie sehen, das ist der Absturz der kommunistischen Länder in Mittel- und Osteuropa. Seitdem geht es eigentlich nur hoch, also im Moment sind wir im Durchschnitt bei 25%. Die bei Parlamentswahlen für extreme Parteien in den EU28 stimmen, und wir matchen das mit unserem Index für geldpolitische Expansion. Also ich könnte jetzt hier auch eine Korrelation suggerieren. Mit der Kausalität ist es natürlich schwieriger, aber ich biete Ihnen mal zwei Kausalitäten an. Eins, die expansive Geldpolitik hat negative Wachstums- und Verteilungseffekte, und deswegen sind mehr Leute unzufrieden und driften an die Ränder. Das ist Interpretation Nummer 1, also von hier nach hier, weil immer mehr Leute unzufrieden sind, an die Ränder driften, wollen die herrschenden politischen Parteien dem begegnen durch zusätzliche Wahlgeschenke, zum Beispiel Baukindergeld oder Mütterrente oder Rente mit 63, aber das Wirtschaftssystem wirft die Ressourcen nicht ab, und deswegen muss die Zentralbank das Geld drucken. Also beides sind denkbar, wahrscheinlich dreht sich das so im Kreis immer weiter nach oben. Und das ist ja auch eine Lehre aus der österreichischen Konjunkturtheorie, dass Prozesse pfadabhängig sind. Nicht wie in der stochastischen allgemeinen Gleichgewichtstheorie, ein Schock und dann zurück zum Gleichgewicht. Ja, so denken die meisten Ökonomen jetzt. Aber es ist ein Pfad, Aktion und Reaktion, und die Spirale dreht sich immer weiter und setzt sich immer fort, und dann ist die Frage, wann und wie endet das? Ja, und das ist sicherlich dann eine Frage für die Diskussion. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.